So, hoffentlich habe ich Hier es jetzt ist richtig. Also hier kommt eine Fackel. ein Fackelhalter. Hier steht Eine Rüstung. eine Rüstung. An dieser Stelle ist Eine Statue. eine Statue. Ah. Bingo. Da ist auch noch ein Schwebekristall. Der Turm ist nun wieder unten. Hoffen wir mal. Als ihr den Kristall oben gelöscht, der Ausgang ist, wollt ihr nach draußen? Mann, Mann, Mann. Diese seltsamen Tentakel führen sich zu besser, ich komme ihnen. Der Turm ist nun wieder oben. Arme spüren die Magie, kommt ihnen besser. Okay. Weg damit. Der Turm ist nun wieder oben. Ist genau außer Reichweite. Ich muss ihn irgendwie näher und weiter nach unten bekommen. Das heißt, wir müssen den aufgeweckten Kristallsplitter irgendwie hinkriegen. Er scheint auf den Splitter zu reagieren, doch nicht genug, um ihn vom großen Fang abzubringen. Okay. Ja, schon traurig, dass ich so oft die Komplettlösung lesen muss, aber was soll's. Bah. Er ist genau außer Reichweite. Ich muss ihn irgendwie näher und weiter nach unten bekommen. Okay, habe ich jetzt den falschen Tentakel durchtrennt? Kann man ja testen. Sie lassen sich nicht so leicht von ihrer Beute abbringen. Ja, dafür ist er jetzt näher dran. Haha. Der Turm ist nun wieder unten.
Die Arme spüren, die kommt ihnen. So, jetzt schläft der Kristall, jetzt können wir endlich hoch. Nun zu guter Letzt noch der hier. Der Turm ist nun wieder unten. Als ihr den Kristall oben der Ausgang, wollt ihr nach draußen, müsst ihr sein. Ach kommt. Irgendwie muss es doch auch rausgehen. Ach, hier ist noch ein Schwebekristall. Er ist nun wieder wach und oben. Okay, das hatte ich jetzt nicht geplant. Der Turm ist nun wieder. Kümmert euch erst um die kleinen Kristalle. Erst wenn sein Schild weit genug geschwächt ist, erreicht ihr den großen. Okay, sie hat jetzt gerade gar nicht mehr reagiert. Der Turm ist nun wieder. Nichts rührt sich. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Mir fehlt die Vision. Die Arme reagieren auf die Präsenz des Splitters. Vielleicht kann euch das irgendwo noch nützlich sein. Ja, nur. Lieber nicht. Besser nicht. Die Arme reagieren auf. Vielleicht kann. Diese seltsamen Tentakel. Besser, ich komme ihnen nicht zu. Ach du meine Güte. An was man hier alles denken muss. Aber na gut. Kristall wieder an. Der Turm ist nun wieder. Wir müssen hier noch mal raus. Denn hier liegen ja noch andere Geweihte. Er trägt einen Federkiel bei sich. Ja. Kein Ersatz für ein Schwert. Aber was habe ich für eine andere Wahl? Ja, wer nicht Leichen flattert, der hat's nicht leicht. Er hat nichts mehr außer seinem Gürtel. Ja, den Gürtel brauchen wir nämlich. Der Turm ist nun wie. Ja, vielen Dank, guter Freund.
schwankt. Das ist es nicht, was sie wollen. Nein. Lass uns sehen, was geschieht, wenn ich den Kristall hier festbinde. Der Gürtel hat den Kristall vom Podest gerissen. Er fliegt nun nicht mehr nach oben. Das wäre geschafft. Tja, so kann man sich eine Brücke basteln. Und ab durchs Fenster. Tja, eigentlich ist doch jetzt alles deaktiviert. Ich komme ihm besser nicht so nahe. Okay, also hier ist eindeutig deaktiviert. Auch deaktiviert. Und hier auch. Warum hat der Typ immer noch Saft? Der Schutzschild ist nun klein genug. Schneidet ihn los, Prinzessin. Mit Vergnügen. Ja, immer doch. Damit endet dein kleines Schauspiel. Ah! Ich schätze, nach all den Jahren hast du es endlich geschafft. Du hast mich besiegt. Glaubst du wirklich, dass ich die letzten 15 Jahre an nichts anderes denken konnte, als daran, wie ich dich besiegen kann? Du bist eingebildeter, als ich dachte. Ich dachte, du wolltest mich überflügeln. Ich bin nicht wegen dir hier. Ich bin hier, um für meine großen Taten in die Geschichte einzugehen. Welche großen Taten? Versuche es gar nicht erst. Wie du willst. Wenn Worte dich nicht verletzen können, dann eben so. Ich dachte, ich lass dich gewinnen. Aber wenn das für dich keine Rolle spielt, kann ich dich genauso gut zerstören. Gib auf! Deine Zauber sind wirkungslos gegen mich. Wenn du meinst. Strample nur so viel du... Oder eher so viel du noch kannst. Was soll das werden? Glaubst du wirklich, deine kümmerliche Magie kann mir... Ja, winde dich. Ich bin nun in deinem Geist und zerreiße alles, was ich finden kann. Gleich wird von deinem kümmerlichen Wesen nichts mehr übrig sein. Warte mal. Der Hauptkristall. Das wird eine unschöne Landung. Du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Du hast den größten Tempel zerstört, den die Welt je gesehen hat. Tod regnet nun herab auf deine Truppen. Niemand wird überleben, um von deiner schrecklichen Tat zu berichten. Nichts, was du getan hast, wird bald noch etwas gelten.
Du bist bestimmt stolz auf dich, denn du hast gewonnen. Du hast mich besiegt. Nur wird sich niemand jemals daran erinnern. Ach, sieht ja super aus hier. Das hat ja lebt noch. Er ist hier. Hilfe! Okay, wer schreit denn da? Der Schild muss weg. Hebelwirkung. Ich bin verwundet. Bitte, helft mir. Ich muss ihre Wunden pflegen. Na dann. Die Flasche ist leer. Warum tragen wir die noch mit uns rum? Der Verband ist alles, was ich habe. Meine Hand. Und dann, plötzlich, wurde alles ganz still. Es war, als hätte Satinav sich einen Scherz erlaubt und die Zeit einfach angehalten. Ein schier endloser Moment, in dem sich Satya und der Adept einfach nur anstarrten. Er verstand nicht, dass seine rettende Hand für sie weit schrecklicher war, als 1000 Dämonententakel es jemals hätten sein können. Das endgültige Eingeständnis an ihr grauenvolles Scheitern. Schließlich schnippte Satinav wieder und das Leben ging weiter. Während er sie fortzog, hörte ich sie schreien. »Lass mich«, rief sie, »lass mich, bring mich zurück«, und immer wieder. »Ich kann ihn nicht zurücklassen«, und das immer wieder, immer leiser und immer weiter weg. Es dauerte nicht lange und sie war verschwunden. Tja, und damit war es das dann. Ich war wieder genau da, wo ich angefangen hatte. Nur eines war diesmal anders. Diesmal konnte ich mich an etwas erinnern. An eine Prinzessin, die angesichts der unmöglichsten Hindernisse stets weitergekämpft hatte. Es half, dass die Borische Wüste einer der magischsten Orte ist, den diese Welt kennt. Mehrere Astrallinien kreuzen sich hier und ich lag genau dazwischen. Ich wurde mächtiger und mächtiger und ich übte und übte und übte. Nach 400 Jahren gelang es mir, meine Zauber so weit zu verfeinern, dass ich endlich einen Weg fand, meinen Körper dauerhaft zu verändern. Ich verließ die Wüste und machte mich auf den Weg nach Draconia. Ich musste wissen, was nach unserer Trennung mit meiner Prinzessin geschehen war. Mit der einzigen Frau, die je bereit gewesen wäre, einem zwielichtigen Zauberstab ihr Leben anzuvertrauen.
Oh Mann. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Pause. Satya war in der gorischen Wüste gescheitert. Wenn Breda nicht so laut wäre. Okay, wir machen jetzt Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Sie hatte die Maske und sie kannte den Namen des Zeitdschinns.